Miau! Und willkommen zurück zu Let's Play God Eater Resurrection. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir wieder in den Eingang zurück und mit den anderen über das reden, was wir gesehen haben? Nein, sollen wir nicht. Sollen wir scheinbar nicht. Gibt's jetzt eine neue Mission? Was? Nein. Extra Mission wollte ich nicht. Ja, tatsächlich, Eisregen. Es gibt eine neue Story-Mission. Gut, besiege einen gefallenen Kongu. Diese Art kommt aus dem Norden und ist an die Kälte angepasst. Feuerwaffen. Okay, Feuerwaffen. Kriegen wir hin. Ja, gut. Oh, ich darf mir die Gruppe selbst zusammenstellen. Ja, das ist doch geil. Dann nehme ich... wow. Okay. Ich darf mir aus den Leuten eine Gruppe zusammenstellen. Und sonst niemanden, oder was? So. Nehmen wir Soma. Der hat wenigstens Sanitäter. Hallo? Warum wird er als Sergeant? Egal. Kota. Nehme ich mit. Und... Support. Jen. Komm, nehme ich Jen mit. Los! Warum habe ich niemand Viertes da? So, nehmen wir Alyssa, weil die kann auch heilen wenigstens. Los! Und let's... Warte, erstmal vorbereiten. Feuer, ne? Gut. Los geht's. Los geht's. Gibt es erst wieder Story? Nein, es geht gleich los. Es geht direkt los. Dann gibt es hoffentlich direkt danach eine, eine Story-Sequenz. Okay, unser Hauptziel ist da oben. Ich sehe es schon. Hier. Das sieht ja gruselig aus. Okay, sein Hauptschwachpunkt ist immer noch das Gesicht, glaube ich, ne? Okay, er lässt wirklich niemanden wirklich an sich ran. Weil er immer diesen... Okay. Okay, was machst du da? Okay. Ich habe das Gefühl, irgendwie jetzt gerade gar nicht klar zu kommen. Dann schieße ich ihm einfach in den Arsch. Heilt mich mal bitte. Ich habe nur Frost. Warum habe ich mir Frostmunition ausgerüstet? Das war ein großer Fehler. Komm. Wie wär's mit Heilung? Oh. Es ist doch immer das Gleiche. Immer ist es das Gleiche. Immer das Gleiche mit denselben. Ist immer die gleiche Kacke mit der Kacke. Keiner fühlt sich dafür verantwortlich zu heilen, obwohl die alle Sanitäterfähigkeit haben. Okay, sein Schwachpunkt ist auf jeden Fall hier hinten irgendwo am Arsch. Am Fuß. Der Schwanz? Okay, der Schwanz. Der Schwanz ist bei den meisten irgendwie das Angriffsziel. Danke für das kleine bisschen Heilung. Okay. Ich würde gerne wieder geheilt werden.
Erstmal, der nervt hier, der Kleine. Dieser gefallene Oger. Warte mal, haben wir... Der Jaboro... Das ist gar kein Jaboro. Der Affe, der ist hier unten hingerannt. Ich habe ihn eben gesehen. Da ist er. Ach, da ist ein Kokonjungfern. Ansturm. Ah, interessant. Erstmal um die Kokonjungfer kümmern. Das wäre besser. Weil die macht hier gerade ein bisschen blöd Zeug. Oh. Ich sterbe am laufenden Band, weil mein Team es nicht geschissen kriegt, seine Sanitäterfunktion zu erfüllen. Okay, das ist eigentlich cool. Wieso entdecke ich diesen Move jetzt erst? Das hier. Das ist cool. Okay. Oh, da ist schon wieder so ein Ogerschweif jetzt mit dabei. Verpiss dich doch mal. Du kommst hier gerade sowas von ungelegen. Okay, ich muss auf den Schwanz mich konzentrieren. Auf den Schwanz. Was nicht so gut geht. Was einfach überhaupt nicht gut geht. Das oh, komm her. Ich würde gerne den Schwanz anvisieren können, aber man kann einfach nur den Gegner an sich anvisieren und nicht irgendein Körperteil, obwohl man das eigentlich die ganze Zeit über braucht. Komm. Ja, ich hitte ihn doch schon hart. Autsch, ich springe natürlich direkt in seinen Angriff rein. Das ist. Okay, ich visiere den Gegner einfach nicht mehr an. Es ist einfacher, die einzelnen Körperteile anzuvisieren, wenn man den Gegner nicht anvisiert. So, kann ich jetzt einfach den Schwanz angreifen. Den Schwanz. Hallo, dreh dich nicht um. Hör auf, dich umzudrehen. Wo rollt er hin? Dahin. Los! Ich will's doch beenden. Er rast vor Wut. Nein, 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 nein. Du rennst echt nicht weg. Ich bin schon wieder gestorben. Ich bin schon wieder... Och, Mann. Ich weiß, man kann ausweichen und so, aber... Das ist halt auch nicht gerade... Es ist nicht gerade angenehm vom Gameplay her, muss ich sagen.
So. Ich glaube, in Zukunft werde ich auch nur noch... Also werde ich die Kämpfe auch schneiden. Ja, ich werde die Kämpfe auf jeden Fall auch schneiden. Das war's, endlich. Ich werde die Kämpfe auch schneiden. Weil die dauern viel zu lange. Ham. Wukong-Brecher. Na, wir können von mir aus jetzt zurück zur Basis. Ja, danke. Ich will jetzt Story. Verbrauchsgegenstände plus. Okay. Schwächen stapeln, Bruchbelohnung, Erholungsgegenstand Tempo. Das klingt gut. Das klingt gut. Weiter. I'm rather busy today. Tell me, what is this all about? Just making assurances double sure. There's no chance you'll reconsider this plan, Johannes? The project is already well into the last stages. The end is coming up fast. We can't stop now. I thought as much. I have news that I think you will be glad to hear. News from a civilian informant just passed through my office. A core has been detected in the region formerly Britain. The Oracle cells are said to have an unprecedented power. At last, the singularity. I cannot be sure. It will require confirmation. My access, unfortunately, is incredibly limited there. It falls directly under headquarters purview. Thank you, Paler. I must investigate for myself. It seems I am off to Europe. I trust you can handle things here while I'm away. Happy to. Of course, I'll just continue to pursue my research. Even such good news cannot stop curiosity. After all, the best we can do for mankind is eliminate any obstacles to research. Ich bin immer noch ein bisschen gespannt, wie sich das alles entwickelt. Und die Story finde ich auch viel besser, ehrlich gesagt, als das Gameplay. Mist, ich bin in der Belohnungsstatistik abgerutscht. Ich muss meinen Gott-Ark verstärken und mehr Aragami töten. Du kannst nicht erwarten, dass du als Anführer bedingungslos respektiert wirst. Wir wollen nur nicht gegen einen Neuling verlieren. Okay. Das Leben deiner Untergebenen liegt jetzt in deinen Händen. Das ist eine große Verantwortung, doch du bist ihr sicher gewachsen. Wenn du von mehreren Gegnern umzingelt bist und nicht weiter weißt, arbeite mit deinen Teamkameraden zusammen, teilt euch am besten auf. So wird der Kampf viel einfacher. Allerdings zieht er sich damit auch in die Länge, also ist es nicht immer gut. Anführer müssen solche Strategien sofort parat haben. Du solltest dir also zumindest die Grundlagen merken. Okay. Was willst du denn hier? Ich habe meine richtigen Eltern nie kennengelernt. Wie ist es wohl, einen Vater zu haben? Das kann ich dir auch nicht beantworten. Ich habe zwar einen Vater, aber ich kann dir nicht beantworten, wie das im Vergleich dazu ist, keinen zu haben. Ich wollte zum Direktor der Abteilung, aber er ist gerade geschäftlich unterwegs. Du bist also Lindos Nachfolger, was? Wir erwarten Großes von dir, Newtype-Anführer, also streng dich an. Nicht nur du musst dich anstrengen, die ganze Welt sollte ihr Bestes geben. Nur dann können alle glücklich werden. Na, vermisst du deinen Bruder immer noch? Seit wir Eric verloren haben, ist Vater sehr traurig. Und alles nur wegen diesen Aragami. Ich habe mich entschieden, wenn ich groß bin, werde ich eine bessere Welt schaffen, ohne Aragami. Wenn es soweit ist, hilfst du mir, oder? Versprich es mir. Nein. So, nächste Mission, Zeichen der Schwerter. Ein Bock Kamlan. Das ist wieder, das war dieses Panzerding, oder? Zygoten und Ogerschweife befinden sich ebenfalls da. Okay, aber unser Hauptziel ist nur dieser Bock Kamlan. Gut, dann machen wir das doch. Du solltest aber den Gebiet gegen mehrere Arten vermeiden, okay. Frost- oder Funkenwaffen, machen wir. Machen wir. Gut.
gerade nochmal anpassen, die, dann wechsle ich wieder auf meine Kettensäge. Na, dann wollen wir doch mal loslegen. Don't worry yourself, Aisha. It's not good for either of you. Hold on to that charm for me, all right? Tomorrow. Keep it safe for both of us. You will bring joy to this world. My darling boy. My precious little boy. You will shield them from the origami. You will save them. A purpose, Soma. You have a purpose. You shall purge this world of those beasts. You will see them all burn and fall. His basal cell metabolism is extraordinary. It's like nothing I've ever seen before. That's impossible. I put 8 stitches in his wound yesterday. He can't be healed already. He can't be human. Careful. You know he can hear halfway across the base. You don't want the director catching wind of this. Soma the Executioner. I don't think anyone from his squad has survived. Yeah, no chance they're getting me in that unit. In only a few days, both Lindo and Eric died in the field? That's terrifying, man. Hey, the doctor said your mommy died. He said if you hadn't been born, she could have made it. No! Oh! You nearly gave us a heart attack, Soma. You were shaking and mumbling. You all right? Fine. I'm fine. That's weird. Where's your trademark Soma disdain? What? Just shut the hell up, Fujiki. And there it is. Well, he's fine. Let's move out. Okay, also hatte ich mit meiner Theorie recht, dass Soma das ist. Ich mag ja Somas Schwert irgendwie. Das sieht cool aus. All our readings are well within limits. You can do this. Da ist es. Ach nee, der Bock kam lang, war dieses Skorpionviech. Was war denn da nochmal die Strategie? Auf den Schwanz? Sieht schon mal richtig aus. Immer auf den Schwanz gehen. Och man, da ist eine Zygote. Wieder die Zygoten zuerst weg. Weg zuerst mit den Zygoten. Weg. Eine ist da noch. Du kommst als nächstes. Ich kann dich hier echt nicht gebrauchen. Du bist hier echt im Weg. Oh komm. Jetzt mischt sich das Hauptding wieder ein. Ich will doch nur die Zygote loswerden, damit ich mich auf den Kamlan-Skorpion-Viech-Dings... So, jetzt auf den Schwanz. Auf den Schwanni. Danke für die Heilung, wer auch immer das war. Wahrscheinlich Alyssa, weil die kriegt das wenigstens halbwegs hin. Oh. Okay, oh. Den Kampf werde ich sowieso wieder zusammenschneiden. Das ist sowieso ein Gegner, den wir schon mehrmals hatten jetzt mittlerweile. Danke für die... Du heilst zwar nicht so viel, aber du heilst wenigstens ein bisschen. Wenigstens einer, der sich verantwortlich fühlt. Alyssa? Danke, Alyssa. Warte mal, kann es sein, dass ich zu viele Sanitäter dabei habe und die dann verwirrt sind, weil die nicht wissen, ob die jetzt selber Sanitäter sein sollen oder die anderen? Weil ich habe eigentlich allen eine Sanitäterfähigkeit gegeben. Kann es sein, dass die sich, er lädt seinen Schwanz auf. Heißt das, er macht gleich wieder diesen Erdstoß? Wenn er seine Schwanzspitze so leuchtet? Ja, genau. Okay. Oder leuchtet der Schwanz einfach die ganze Zeit? Leuchtet er einfach die ganze Zeit? Guck mal, Alyssa greift auch die Schwachstelle an.
Immer alle schön den Schwanz angreifen. Teamwork. Hat gerade eine Teamwork gerufen? Ja, ich glaube Alyssa, weil ich von ihr irgendeine Kugel bekommen habe. Es interessiert mich überhaupt nicht, ob der jetzt gerade activating ist. Okay, Teamkugel Link Burst. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht liegt das auch... Vielleicht liegt es deswegen auch... vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so geil bin halt, ne? Dass ich nicht so gut klarkomme mit dem Kampfsystem, weil ich gewisse Sachen nicht verstehe. Och, wo kommt denn jetzt hier da der Oger her? Könnte Hilfe gebrauchen? Muss ich mich selbst drum kümmern? Okay. Komm. Du bist echt störend hier, Ogerschweif. Oh, lass mich doch mal an ihm vorbei. Ich bleib ständig an irgendwelchen Wänden hängen. Ich will den Schwanz von dem angreifen. Er dreht sich aber jedes Mal um. Gut, wenn er sich umdreht, dann muss ich... Wenn er sich umdreht, muss ich einfach mit ausweichen unter ihm durch. Und dann bin ich wieder hinter ihm. Wenn er sich umdreht, komme ich ganz schnell so einfach wieder hinter ihn. Autsch. Denn er dreht sich dann. Also macht so einen Drehangriff. Danke für die Heilung, Alyssa. Die kam ja... Oh, come on. Muss das sein? Ich hasse das. Echt mal, das ist echt nervig, dass die Gegner zwischendurch einfach abhauen. Das ist echt nervig. Da ist er. So leicht entkommst du mir nicht. Oh Mann, die Ausdauer wieder. Wenn er in der Ecke steht, dann kommt man immer nicht hinter ihn, weil er hinter sich da den Zugang blockiert. Mann, meine Waffe ist viel zu langsam. Ich kann nicht mehr Kombinationen machen, als zweimal zuzuschlagen. Vielleicht hätte ich doch auf die auf Frost gehen sollen und nicht auf die Kettensäge. Das war's. Super. Komm, fressen wir das gerade nochmal auf. Devour! Und dann gehen wir zur Basis zurück. Okay. Mission erfüllt. Verbrauchsgegenstände plus. Gut. Gut, kommt nichts Storymäßiges mehr, aber wir haben hier noch Post bekommen von Paler. Hast du sie gesehen? Ich habe wohl eine Disk verloren. Bringst du sie mir, falls du sie findest? Oh, natürlich sollst du sie dir nicht ansehen. Diese Disk, die du verloren hast und nicht absichtlich dahingeschmissen hast. Du hast ja sogar noch gefragt, ob ich neugierig wäre. Gehen wir doch mal zu ihm und geben ihm die Disk. Vielleicht erfahren wir dann, was hier los ist, was die mit Soma gemacht haben. Picking this up. Needless to ask, you didn't watch it, did you? No, of course not. Merely old memories, a youth long past. Ah, that does remind me, though. I needed to call you in anyway. I'd like you to obtain the core of a certain origami. The director left it to me to assign this task while he's gone. No one need know about this, yes? Not the director, no one. To be fair, I've assigned the task to Soma as well. Good kid, Soma. I would be ever grateful if you could find a way to solve this together. Oh, and atop that, congratulations are in order. I hear you have been recently promoted. Well, congratulations. Now then, tell me. Have you ever heard of the Managarm Project? Auf der Diskette, ja. There was nothing admirable about that research. No, nothing at all. It lost me a dear, dear friend. And poor Soma was left behind to shoulder the burden of all that darkness on his own. And I, well, I am ashamed to admit, I am responsible in part for his rage.
I was hoping, in fact, I would be in your debt, if you could reach out to him. Befriend Soma. Okay. Ich soll mit Soma also Freunde werden. Sperrzone, nein, da wollen wir nicht hin. In den Korridor. So, Veteranenabteilung, da müsste Soma doch auch eher kommen. Wir gehen. Okay, Soma ist gar nicht hier. Ist der im Eingang? Steht er da? Soma? Soma ist jedenfalls nicht hier. Und das auch. Und das hier. Ja, wenn die Vorräte knapp werden, müssen wir wohl lernen, damit umzugehen. Ja komm, ich frische die jetzt auch gerade nochmal auf. Gut. Hast du auch noch was zu sagen? Dieser Soma, ich kann ihn einfach nicht leiden. Aber ich mache mir schon Sorgen. Etwas scheint ihn wirklich zu beschäftigen. Wir alle würden ihm gern helfen, wenn er nur darum bitten würde. Aber bei solchen Dingen ist er einfach stur. Ich empfinde dich immer noch als nervig, Kota. Wir haben eine neue Aufgabe, okay. Ich gucke gerade mal, wie lange ich schon aufnehme. Ja doch, ich glaube, es reicht schon für diesen Part und wir machen diese Mission dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.